Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge sind wir hier aus dem Dungeon rausgekommen und wir müssen jetzt nach hier oben zum Urteil des Sumpfes. Da werden wir jetzt auch hinreiten und los geht's. Ich hoffe, ohne dass wir hier ständig angegriffen werden. Jetzt habe ich es gesagt, ne? Ich weiß, solche Sachen sollte man nicht sagen. So. Nein, ich will nicht so ein dummes Ereignis machen. Ich will die Quest weitermachen. Mag ja sein, dass man da irgendwas Spezielles bekommt. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. So, da können wir den Weg entlang. Und da ist es schon. Sehr schön. Aber warum dachte Tyrael, dass die Horadrim eine Lösung sein können? Wir waren keine Lösung. Wir sind... Die Welt braucht Beschützer. Was jetzt? Das Räucherwerk sollte uns einen Weg zum Baum weisen. Wie dieser aussieht, kann ich nicht sagen. Die Zeit für Fragen, Nerell, ist vorbei. Hallo? Bleibst du mal stehen? Oh. Nicht abbauen. Ich wollte doch mitkommen. Oh oh. Hier kann man sich heilen. Das ist verdammt, nicht gut. Sie müssen uns gerochen haben. Ach, ich sag doch, das ist nicht gut. Entzündet das Räucherwerk. Ich wollte gerade sagen. Was jetzt? Wir warten darauf, dass der Weg erscheint. Ich glaube, es hat funktioniert. Wie lange waren wir weggetreten? Ich weiß nichts, aber ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Vielleicht habe ich auch nur zu viel Drogen genommen. Ich muss auf jeden Fall erstmal da noch ein bisschen was reintun und danach müssen wir mal gucken, ob wir eventuell hier noch was reintun. Könnt durch eine einzige Schadensinstanz nicht mehr als 70% ihres... Kann ich das... Achso, ich habe ja jetzt den Punkt ausgegeben. Mist! Hätte ich vielleicht vorher den Punkt da reinmachen sollen, ne? Denke ich mal. Was ist mit dir? Du hast noch Gold dabei. Sehr schön. Wo seid ihr denn jetzt wieder hin? Ich folge den Fröschen.
Ihr könnt... Oh, jetzt sehe ich es auch. Ihr könnt sie auch sehen. Dieses Geschöpf. Es ist prächtig. Ich sehe mich selbst in seinen Schuppen. Ich gehe darauf wie auf einem Weg durch den Sumpf. Die Schlange ist der Weg. Schlange? Wovon sprecht ihr da? Seht ihr sie denn nicht? Nein, nur eine Rauchwolke. Oh. Hä, er hat sie doch gerade noch bei der Vision gesehen. Folgt mit euren Verbündeten der Schlange. Da können wir auch nirgendwo rum, ne? Oh, das ist das ein Mist. Wird auch nichts angezeigt, obwohl wir genau in dem Bereich drin sind. Ja, wo wir halt nicht wissen, wo wir sind. Hat da so trotzdem nochmal ein Stück Schlange? Wo kommst du denn jetzt her? Das hier? Der hat auf jeden Fall noch Gold. Ah, Moment, halt. Eisenbrocken müssen wir natürlich auch mitnehmen. So. Silbererz sowieso. Können wir auch für den Schritt? Ich kann die Schlange sehen. Was zeigen euch die Schuppen? Ein Reh in einer Falle. Oh, Vorsicht! Überlebt den Hinterhalt. Ist das jetzt der Hinterhalt der Schlange? Eine Öffnung. Gerade groß genug für mich. Ich glaube, sie will, dass ich durchgehe. Macht euch nicht lächerlich. Wir müssen dem Weg folgen. Wenn die da durchpasst, passe ich da ja wohl auch durch. Hallo? Oh, wollt ihr mich jetzt hier... Ja, jetzt stirbt das Ding nur was. Hilft uns diese Traumschlange oder hat sie uns in die Falle gebracht? Ich würde sagen, so ein bisschen von beiden, wa? Finde ich aber ganz toll, dass genau jetzt der Schrottsammler kommt. So mitten in dieser Kampfszene. Nicht bereit. Ja, das merke ich. Hier drüben. So, was heißt hier drüben? Ach so, da. Hilfe. Nee, mit B. Mhm. Hallo, darf ich denn nochmal hochklettern? Händchen, du einfach blockiert. Stimmt etwas nicht? Fühlt er das?
Der Sumpf beobachtet uns, flüstert uns zu. Das ist das Räucherwerk. Es spielt unseren Köpfen einen Streich. Nur eine Illusion. Er hört uns. So gut wie ihr, Wanderin. Der alte Mann steckt voller Geheimnisse. Wie unser Dieb Elias. Zwei vom gleichen Schlag. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Zwei vom gleichen Schlag. Ich sehe die Schlange nicht mehr, aber sie ruft nach mir. Direkt vor mir. Wo ist denn vor ihr? So, da oben ist noch was. Das Problem ist, ich weiß jetzt... Ah. Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß absolut nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Natürlich ist hier unten wieder eine Sackgasse. Ach, Leute. Die können dann auch nicht mal irgendwie zeigen, wo dann überhaupt Wege sind. Auf jeden Fall die Schlange wieder. Ich bin noch nicht bereit. Dann halt nicht. Brauche ich jetzt 16 Sekunden? Wie lange geht das bitte, bis ich die wieder benutzen kann? Hier ist die Schlange. Hier komme ich wieder nicht weiter. Oh, die wird hier mal größer. Dieses Mal kommen wir nicht vorbei. Aber sie ist verletzt. Oder will sie uns sagen, wir sollen sie verletzen? Ein kluger Gedanke. Also... Wer wird es anstupsen, um zu sehen, ob es sich bewegt? Seht euch das an! Seht euch das an! Skrupellos! Respektlos! Viele skrupellose Horadrim hängen von unseren Ästen. Nicht genug. Da gehe ich raus. Nee, das ist aber Sackgasse. Das ist der Weg. Helft mir, dieses tote Holz wegzuräumen. Okay, dann ist doch keine Sackgasse. Sie versperrt wieder unseren Pfad. Haltet die Augen offen. Unu, der sieht nicht angreifbar aus. Ist aber angreifbar, okay. Yeah.
Oh, macht das die Schlange? Vergesst die Schlange. Tötet einfach diese Dinger, bevor sie uns töten. Schlange? Tötet alle Gegner. Wollt ihr mich verarschen? Alle hier im Umfeld oder was? Weil hier sind nämlich gerade mega viele Rote gekommen. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ah ne, jetzt kommen wieder welche hier. Greift bloß nicht diese Seele an. Keine Sorge. Wieso bin ich hier die Einzige, die angreift? Und nun? Kommt da jetzt nochmal so ein Ding? Oder kommt das nur, wenn ich versuche, woanders hinzugehen? Lala, wie oft sollen wir das noch machen? Oder müssen wir wirklich die anderen Gegner... Aber da muss ich ja hier wieder komplett zurücklaufen. Das wäre ja bescheuert. Ja, jetzt kommen hier wieder welche. Hallo, comment ça va? Warum komme ich nicht mehr? Da war doch gerade was. Wie viele von euch Seelen sollen wir jetzt noch töten? Wenn ich jetzt einfach hier drin stehen bleibe, kommen aber auch keine neuen Gegner, ne? Wir müssen die wirklich... Langsam ist es langweilig. Schick doch mal entweder eine Truppe, mit der ich zurechtkommen muss, oder irgendwas, was mir sagt, dass das jetzt Sinn macht, was ich überhaupt mache. Weil irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mal endlos lang laufen muss. Ich meine, der zeigt mir ja die Gegner hinten an, aber... Greifen die auch nicht an? Das ist ja auch so seltsam. Das nehmen wir noch mit. Also es scheint wohl doch nur hier in einem kleineren Umfeld zu sein. So viele kommen auf der Suche nach Antworten. So viele versagen. Werdet ihr wie diese Seelen sterben mit einer Frage auf den Lippen? Still jetzt, still. Ihr seid nicht echt. Ein alter Trunkenbold will entscheiden,
was real ist. Wir sind real. Genau wie das Gesetz des Sumpfes. Wir müssen den Boss töten, oder? Um die Antworten zu erhalten, nach denen ihr sucht, müsst ihr bezahlen. Ein Kopf gegen Wissen. Noch nicht. Zunächst dienen sie einem anderen Zweck. War's das? Dann gehe ich nochmal eben zum Boss rüber. Der gerade abgehauen ist, hä? Wo ist der denn jetzt? Hallo? Das ist wieder so genial, ne? Also manchmal, dann hat man da irre viele Probleme mit. Und dann hat man irgendwie einen, der ist, glaube ich, noch kleiner gewesen oder was. Und plötzlich gibt es damit kein Problem. Das ist immer so lustig. Wir haben es geschafft. Ich weiß, dass ihr diesmal die Stimmen gehört habt. Wer waren sie? Ich weiß nicht. Wir dürfen hier nichts und niemandem trauen, aber wir müssen weiter. Ja, wir müssen wahrscheinlich noch die Schlange wirklich finden, ne? Also den Kopf der Schlange. Was hat denn hier gerade so geleuchtet? Das langsam schlagende Herz. Okay, oder vielleicht auch das Herz der Schlange müssen wir finden. So, wo ist denn das? Oh, hallo? Kann ich drüber laufen? Schon cool gemacht. Der flüsternde Baum. Jetzt muss ich wieder zurück, hä? Ach, nee. Die braucht nur so lange. Ich will nicht springen. Mach hinne. Ich will mit dir reden. Ist das... Der flüsternde Baum. Ist das eine große Krähe? Warum seid ihr hier? Wir suchen einen Mann namens Elias. Elias, ein gerissener Mann. Er steht in der Schuld des Baumes. Der Baum handelt mit Gedanken. Eine Einsicht für einen Kopf. Er ist der Erste von uns, der sich der Zahlung entzieht. Sagt ihr uns, was ihr ihm gesagt habt? Wenn wir ihn aufhalten, kann der Baum die Schulden eintreiben. Er suchte den Weg, Lilith zu beschwören. Doch unterwegs machte er an einem Ort Halt, der sich dem Blick des Baumes entzieht. Das könnte erklären, warum er einfach nicht stirbt. Ich kann kaum noch zählen, wie oft wir ihn schon getötet haben. Deshalb ist Aisa so kläglich gescheitert, seinen Kopf einzufordern. Der Ort, an dem Elias Halt machte. Wie können wir ihn erreichen? Sucht nach einem Sarg hinter den Wracks. Er wird euch an euer Ziel bringen. Findet heraus, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Denn der Baum kennt sie nicht. Wie geht es jetzt weiter? Wenn es Wracks zu durchsuchen gibt, dann an der östlichen Küste. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Kommt uns nach, sobald ihr könnt. Wie
wie selbstverständlich der einfach so mit ihr jetzt hier abhaut und mich einfach so dumm zurücklässt, ne? Das ist wieder typisch. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen und das ist für mich der passende Moment, um einen kleinen Cut zu machen. Aber ich schalte hier nochmal eben vorher den, ja, ich sag mal, Wegschrein frei. So, sehr schön. Der flüsternde Baum. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hin müssen, aber es ist gut, dass wir das können, dass wir von da aus, na, wir müssen auch von hier aus weiter runter, so wie es aussieht, weil hier unten ist nämlich auch wieder kein, wobei es könnte sein, dass hier vielleicht noch eine Stadt ist, ich bin mir nicht sicher. Naja, so oder so, ich werde dann in der nächsten Folge hier weitermachen, sofern das Spiel das denn möchte und mich nicht wieder irgendwo anders hinsetzt, weil ich nämlich jetzt ausmachen muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Die Sache mit der Schlange haben wir ja jetzt abgeschlossen, aber wir kommen unserem, naja, Zweitziel, sage ich mal, immer näher. Auf jeden Fall wird es jetzt so richtig spannend gerade, mal wieder. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.